Hä? Martin, ich habe hier eine sehr wichtige Fanfrage. Ganz schön laut, ganz schön krass. Morgen. Na, Freunde. Geht's euch auch so gut wie mir? Heimspiel Hamburg, Sporthalle. Letztes Jahr der totale Stress mit Aufzeichnung. Ja, es kommt irgendwann im Fernsehen. Wir sind dran. Also heute ist Hamburg hier für uns auf dem Plan und es ist endlich ein normales Konzert. Es ist zwar ein Heimspiel und es sind viele Freunde, Verwandte, Bekannte, Omas, Tanten und so da, Fußballkollegen. Aber am Ende ist es keine Aufzeichnung, es ist kein Tourabschluss, es ist einfach ein normales Konzert. Und das tut mal richtig gut, dass man sich mal in seiner eigenen Stadt einfach mal fallen lassen kann, Show anbieten und los. Und eben musste ich lachen, deswegen, also ich lachen musste ich, weil hier so Vorband, Stormseeker, 5 Musiker, Tontechniker, Lichttechniker, 2 Merchandising-Helferinnen und 5 Sitzplätze. Tja, deswegen spielen wir auch in der Sporthalle hier. Räumlichkeiten ohne Ende. Aber jeder hat mal als Vorband angefangen. Ich glaube, Moring auch mal. Deswegen werden die Kollegen schon verschmerzen können, dass nur so wenig Sitzgelegenheiten da sind. Euch viel Spaß mit dieser Folge und uns allen viel Spaß in Hamburg. Hau den Gym, Felix. Das ist schwerer als auch hier. Das sind bestimmt 6 Kilo oder so. Ja, ja. Hamburg. 10 Grad, 10 Uhr, gute Zeit für Frühstück. Gleich wird nur noch einmal das Gas ausgewechselt. Und dann kommen die Flamejets auf die Bühne. HL steht für halb leer, damit wir die Gaskartuschen noch nutzen können. Aber für jede Show müssen die einmal aufgefüllt werden. Halb leer ist für Proben? Bitte? Halb leer zum Beispiel zum Proben? Oder? Ja, genau. Also, dass man... Da ist ja noch richtig viel drin und dass man das Gas mal nutzen kann da drin. Sonst wird das ja alles verschwendet. Ja. Morgen. Sehr gut. Morgen. Guten Morgen aus Hamburg, Mono Inc. TV, Folge 7231. Die Sonne scheint in Hamburg. Irgendwas ist komisch. Das nutze ich aus. Die Blinder sind immer ganz schön verschieden. Ein bisschen cooler können wir das machen, oder? Soll ich ihn noch mal runterfahren lassen? Und. Cool. Stöcke nach da, ne? Ja. Ich habe halt. Und die Front ist noch ein bisschen schief. Die Front ist noch ein bisschen schief. Ja, ja. Aber das ist alles easy. Und, wie läuft's? Wunderbar. Super Crew. Flutscht. Hat er die hier reingepackt? Warte. Hast du auch was? Nee, Tom. Super, machen wir so. Also, wir sind jetzt hier in Hamburg vor der Sporthalle. Und gleich gehen wir da rein und machen mit unseren VIP-Gästen als Zuhörer einen Soundcheck. Und dann machen wir eine Autogrammstunde, machen ein paar Fotos mit Fans und dann ist Abendessen und dann warten wir bis 20.45 Uhr und dann dürfen wir endlich losballern. Heute wird geballert. Hä? Mit dem Mantel? Ah,
Genau, weil ich gestern ja schon erzählt habe, dass ich nur eine coole Rockstar-Jacke habe und sonst nur Chill-Hoodies zu Hause, habe ich mir heute mal was ausgeliehen von Martin. Ja, dann will ich auch mal wie ein Rockstar aussehen. Da habe ich auch ganz Rockstar-mäßig ganz tolle Rockstar-Socken dazu. Oder? Hat was, oder? Warten ist so schön. Warten ist das Schönste überhaupt. Nehmen meinen Urlaub nur für euch. War das besser? Das ist schön. Schön auf den Tag. Okay. Machst du auch mal heute mal diese Superlatsche? Ja. Super. Ja, das ist schwer zu beantworten, glaube ich. Ich könnte das auch nicht verstehen. Nee, es ändert sich ja auch. Es wechselt. Ja. Wie heißt du denn? Jetzt müsst ihr als Ganzes ein bisschen. Ihr müsst ein bisschen rüber. Stopp. Hier ran, noch ein bisschen. Ja, ist Traum. So machen wir es einfach. Das ist doch super. Dankeschön. Du auch. Dann mach ich mal. Tschüss. Ich bin der allererste Kunde hier, Fritzchen. Ja, alles klar. Du bist VIP. Ja, das auch. Und sogar Funfall, das gefällt mir. Mensch, später ist ein tolles Konzert. Ich bin so gespannt. Das wäre klasse. Aber bei dem netten Servicepersonal ist es einfach Wahnsinn. Wir hoffen, wir haben ein richtig geiles Konzert und schöne Grüße aus Buxtehude. Das war sehr nett und familiär. Es ist ja so schön, wenn man über die Jahre 50% der Fans persönlich kennt oder zuordnen kann. Und hier war das jetzt wieder gerade so. Ich schätze mal, so 50-60% kennt man aus vielen früheren Jahren. Und diese Treue zu spüren, das ist einfach richtig cool. Können wir einen Gruß da lassen? Kostet das was? Quatsch. Gut. Jo, an alle Mono Inc. Fans, wir lieben euch, wir wünschen euch ein tolles Konzert und hier ist der größte Fan überhaupt in Deutschland. Meine Biene. Ein Gruß an unsere Freunde in Bremen, Janka und Günther. Das wird bestimmt ein mega geiles Konzert. Wir sind froh, dass wir heute hier sind. Ich wünsche euch eine tolle Tour. Viel Spaß. Ich hoffe, ihr seid alle erfolgreich. Schönen Abend noch. Schön, dass wir da sind. Wir freuen uns auf das Konzert bei Mono Inc. heute. Die neue CD ist hammercool. Und seitdem Felix Mono Inc. TV macht, ist es noch viel besser geworden. Hi. Vorher Hannover einmal gewesen. Ja. Ist ja fast Heimatkonzert mehr oder weniger. Ja, wir grüßen Bodenteich und... Und Grüße nach Braunschweig. Richtig. Und wir freuen uns schon aufs Rockharz. Ja, ich lasse ganz liebe Grüße da. Diese neue Jacke für unser Team und für die Band. Und die kleine Ravenblack Pin. Das ist so cool. So. Oh, ich gebe polished. Stehst du Wache? Ja. Damit keine Kamera, Leute, kommen. Unsere Zeit ist gekommen. Hallo, Schoße, weil er da. Wo ist denn der Rest? Da oder ein weiter? Nee, die beiden sind da drin. Ich weiß auch nicht, was los ist. Früher war ich immer der Letzte. Jetzt bin ich hier der Oberstreber. Vor allen anderen fertig. Okay, nee, ich glaube, Wall hole ich nicht ein. Wall ist schon länger fertig, oder? Der spielt schon mal. Nee, aber es ist echt krass. Irgendwie habe ich einen anderen Rhythmus und glücklicherweise weniger Aufgaben, die von der eigentlichen Show ablenken. Und deswegen bin ich anscheinend so früh fertig. Jetzt stehe ich hier und überlege mir, was kann ich jetzt noch machen? Was für ein Schabernack kann man machen? Grüß dich. Ich bin geschäftlich hier. Martin, ich habe hier eine sehr wichtige Fanfrage, die ich gerne vortragen würde, wenn das für dich okay ist. Ja. Frage an Martin. Ich habe gerade erfahren, dass du als Kunsthistoriker arbeitest. Wäre es möglich für uns, ein Album über einige deiner Lieblingskunstwerke zu erstellen und uns mitzuteilen, warum du sie liebst und was sie für dich auszeichnet? Ich würde gerne deine einzigartige Perspektive hören. Ich weiß nicht viel über Kunst, also wäre ich dankbar. Es gibt auch irgendwie einen, wenn du beim Wikipedia nach Martin Engler guckst, gibt es, glaube ich, einen Kunsthistoriker, der so heißt. Dass der 20 Jahre älter ist als ich, tut ja nichts zur Sache. Oder so. Aber vielleicht könntest du es ja trotzdem machen mit dem Album.
Seite. Wenn die richtig gut sind, die Social Media Content, sind die auch leider berufsmäßig nervig. Nein, du nervst überhaupt nicht. Ich liebe dich. Wisst ihr eigentlich, wer hinter der Kamera ist? Flix von Ofayo. Insider wissen. Auch Hobby-Ornithologe, wie ich verbreiten werde. Are you more excited than other days? Nö. Yes. Yes? Du nicht? Nein, ich freue mich. I'm just enjoying myself that it's just an ordinary tour show. Without DVD production, just without anything. It's just a show. Not the last show of a tour. So yeah. We can enjoy ourselves. Just I always enjoy. Yeah, so a lot of friends and family are here and the show is packed. I'm hearing stuff. So I'm looking forward to a great atmosphere. Friends and family. Okay, my wife is here. The rest of my family is on tour. Yeah. Kata, Martin, Lauri, Val. Unsere Raven Community. My dentist is here. And that's important because he's the best dentist. So impress him. Unser Zahnarzt Dr. der direkt neben der Zahnarztpraxis von Dr. liegt. Geil, oder? Das ist kein Witz. Kein Witz. Oh. Aber das ist auch eine Art Werbeeinblendung gerade. Ja, aber das gibt mal eine Prophylaxe umsonst. Also unser Zahnarzt ist wirklich toll. Ich mag den total gerne. Er ist so lieb. Echt. Ich hatte mal Angst vor dem Zahnarzt, aber bei dem muss man keine Angst haben. Ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt, der seinen Job so gerne macht wie dieser Mensch. Also ich habe immer das Gefühl, dass der sich freut, zur Arbeit zu fahren. Okay, tut mir auch, ne? Und er ist teuer. Vielleicht freut er sich der Weißt du, was diese Kauleiste gekostet hat? 48.000 Euro. Nee, ich habe gut geputzt. Aber vielleicht freut er sich deshalb so über seinen Job. Ich empfehle Denta Dental. Ja? Ich fand VIP heute sehr angenehm. Ja, obwohl es so viele Leute waren heute. Das war sehr schön, sehr harmonisch. Wollen wir jetzt mal losgehen? Ja, lass uns eine Show spielen. So, es ist 42. Leon hat mir gesagt, sonst wart ihr um diese Zeit immer an der Bühne. Also wäre schön, wenn wir jetzt mal... Ja, als Leon noch da war. Ja, da herrscht hier Zucht und Ordnung. Heimspiel Hamburg, gehen aus der gesunden Defensive, haben einfach nur Spaß und sehen uns in hoffentlich 2 Stunden und 5 Minuten auf einen Drink. Ihr seid alle großartig. Wow, Mono! Eine Minute bis Showstart. Ich habe keine Ahnung, warum ich heute irgendwie ein bisschen angespannter bin. Ansonsten habe da kein Lampenfieber, ich bin nie nervös, aber irgendwie bin ich ein bisschen angespannt. Vielleicht, weil mein Zahnarzt hier ist. Geile Maschine, so. Und ich dachte, ich habe heute so geklappert. Nee. Okay. Also ich habe nicht bei allen Songs drauf geachtet. Bei Voices habe ich drauf geachtet und du hast das gespielt. Das war. Und das war so diese paar Sekunden in einem Gig, wo man sich einfach in der einmal Musik. So frei, das kenn ich. Einmal komplett in der Musik aufgehst, wo du denkst. Das hab ich immer bei Liebmäßig. Ja, wo du denkst, das ist scheißegal, wie viele Zuschauer. Oder einfach wegfliegst, oder? Ja, also wo du einfach nur. Und diese paar Sekunden, wo du weißt. Das ist jetzt sterben oder was, ist scheißegal. Das war so. Hört ihr mir wenigstens zu? Jetzt ja. Also ich habe das immer bei Boatman, wenn dieser in Martins Gitarrensolo, glaube ich, kommt. Ja. So nach dem zweiten Refrain. Oh, das ist auch so ein Teil, wo so, oh. Aber guck mal, ich habe die ganze Show so gezittert. Deswegen dachte ich, ich habe geklappert und ich zitter immer noch. Du zitterst? Ja.
Aber ich sag dir das, das war heute. Aber müde. Geil, solche Momente, ich meine, dafür macht ja, man das. Diese Momente sind echt so. Das. Und dann habe ich gedacht, ja, geil, auch mit Wall. Mit Wall ist das so. Ja. Der ist auch so drauf. Ja. Also deswegen macht man das. Ja, exakt. Okay. So, ich weiß mal, wie viele Leute da stehen. Weißt du, das kannst du auch genau. Bei 50 das hatte ich auch bei der Probe, bei der ersten Probe, als wir After Dark gespielt haben. Ja, das war auch so dieses Bam, 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 Bam. Und dann fängt Cutter. Cutter fängt dann an wie so ein Uhrwerk. Das ist ja nicht, wie so, ein, nicht wie so ein Metal-Drummer, so guck mal, was ich kann, sondern das ist. Also mein Tourmanager, ich komme von der Bühne und kriege eine Aufgabe. Das war ganz schön voll. Ganz schön laut, ganz schön krass. Aber ich habe es jetzt auch noch nicht, ich bin noch nicht da. Also ich habe irgendwie, ich weiß nicht. Nächste Haltestelle ist Columbia Halle. Auch einer der 5 schönsten Clubs Deutschlands. Da gibt es ein schönes Backstage. Ja, dir ist immer das Backstage wichtig. Mir ist das Publikum wichtig und der Saal. Mir ist das wichtig, dass man sich wohlfühlt. Ach ja. Mir ist das wichtig, dass die Show geil ist. So. Das ist so schön, dass wir alle so unterschiedlich sind. Ist das schön? Nein, ich weiß nicht. Weil dann kann sich jeder über was anderes freuen und alle sind den ganzen Tag glücklich. My dentist is here. He's the best dentist. Also unser Zahnarzt ist wirklich toll. Vielleicht weil mein Zahnarzt hier ist. Mein Mikroständer ist in der Mauser. Ja, das bin ich, sorry. Aber vielleicht bewahre ich die auf. Irgendeine Versteigerung für Bärenherz oder so. Obwohl, die sieht schon ganz schön fertig aus. Naja. Hamburg. Ich denke, es war das großartigste Heimspiel unserer Bandgeschichte. Danke. Einfach danke. Next Stop Berlin. Und dann könnt ihr jetzt noch sagen, seitdem Felix Mono Inc. TV macht, ist es noch viel cooler geworden. Wenn wir was? Und seitdem Felix Mono Inc. TV macht, ist es noch viel besser geworden. Also, ja, Leute, macht das schaltet, großartig. Also richtig ein. Gut. Sehr cool. Das schneidet.